Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und dann herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Sky ist der Start und das wäre eine Runde. Let's Play Guild Wars 2. Und ich freue mich wieder hier zu sein und das jetzt starten zu können, das Tutorial spielen zu können. Es ist wieder ein zweiter Aufnahmeversuch, weil ich eben gerade ein bisschen verwirrt war. Und deswegen wiederhole ich einfach mal alles, was ich gesagt habe. Wir haben letztens damit aufgehört, unsere Selijah fertigzustellen. Sie ist Stufe 1 weiter in den Char, 9% der Karte, Zone der Toten sind wir. Milesund ist sozusagen der Server, wo wir drauf sind. Ich hab's schon einmal gesagt und ich werde es nochmal sagen. Ich bin total erfreut über dieses Projekt, ganz ehrlich. Das einzige Projekt zurzeit, was ich wirklich gerne machen will, unbedingt. Bis auf natürlich, jetzt muss ich gerade zurückdenken, bis auf The Wolf Among Us, das natürlich auch. Und freue ich mich, euch da mitnehmen zu dürfen und gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und wir werden jetzt einfach mal beginnen und daher nochmal von vorne. Und das Slay ist auch am Start! Hi! Aber er hat eben gerade noch Hi Leute gesagt, das muss ich jetzt einfach mal hinzufügen. Und vielleicht erwartet euch auch demnächst eine Überraschung. Daher spiele ich heute nur Tutorial. Und was haben wir denn hier? Eine Belohnung! Login-Belohnung, Tag 2. Okay. Nehmen wir doch an. Und wir müssen irgendwo hin. Achso, ich muss mit WASD laufen. Ja, guck mal, wie wir laufen. So, rechte Maustaste gedrückt, bewegt die Maus. So. Ah, okay. Aha. Halte die rechte Maustaste gedrückt und bewege die Maus, um eure Kamera zu steuern. Halte die Taste während des Bewegens weiter gedrückt, um euren Charakter in die Richtung der Kamera zu steuern. Ah, okay. Ohren hoch und klingen blank. Wir werden diese Geister in feine Rauchschwaden zerlegen. Legionär. Kuppelspalter. Ja, wie lange muss ich das jetzt machen? Kommt her. Ich habe neue Befehle für euch. Okay. Nein, wir gucken hier nicht unter den Rock. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Die Geisterarmee ist wochenlang auf das Tor eingestürmt. Jetzt ist sie tatsächlich durchgebrochen. Durchgebrochen, ja. Kämpft euch zur Front durch und meldet euch bei Centurio. Christ euch, um eure Befehle zu erhalten. Für die Legion! Haltet euch den Rücken frei. Die Geister sind durchgebrochen. Okay. Babam! Du hast den Gegner besiegt! Komm her, du Feichei! Schuppenklinik! Ich kann nicht! Fleischschwapse steht im Weg! Bam! 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 Okay, Attack auf die nächsten. Bam, 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 bam. Was haben wir hier drüben? Fertig, Mann. Los. Bam. Legolas, das ist ein Scheiß gegen uns. Helf mir auf, damit ich im Kampf sterben kann. Was ist da los, Digga? Cutscene, unser erster Cutscene. Ich brauche eure Hilfe. Tribun Brimstone hat mich in die Gruft befohlen, aber ich bin zu erledigt, ich schaffe das nicht. Was ist da so wichtig, dass der Tribun der Blutlegion sich persönlich darum kümmert? Der Geist von Herzog Baradin ist viel stärker, als wir gedacht haben.
Seine Armee hat gerade unsere Verteidigungslinie durchbrochen. Ridlock wird ihn frontal angreifen. Wenn er es schafft, wird es Wochen dauern, bis sich der Geist neu gebildet hat. Und wir können unseren Verteidigungsring wieder aufbauen. Schon unterwegs. Okay, cool, jo. Erste Cutscene. Digga, geht's dir gut? Nein, er ist tot! Eisenlegion! Das fällt mir nicht. Der Was denn? Trupp ist verstreut. Die Geister haben uns überrannt. Sie haben die meisten Mörser zerstört. Ein paar funktionieren aber noch, wenn ihr auf diese blauen Bestien schießen wollt. Es ist bestimmt das Richtige, damit anzufangen. Überall Ärger. Passt auf euch auf. Danke. So, wie kann ich das bedienen? Den kann ich anscheinend nicht bedienen. Alter, ich werde hier aber gerade bedient. Nein! Oh, gut. Was war das denn? Feuer! Ich glaube, je weiter weg ich bin, desto weniger Schaden mache ich, was natürlich auch sinnvoll ist. Du kriegst deine Hilfe! Deine Mutter! Deine Mutter! Ich muss ja Stimme entsprechend. Bam, 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 bam. Dein letzter Atemzug, du hattest schon einmal den letzten Atemzug, das hätte reichen müssen. Elender Geist. Sie hätten der Kämpfe gegen zwei Stück, ihr Waschlappen. Heilt euch und eure Tinierflöten. Nicht schon wieder. Ja, aber singe, mein Freund. Weiter. Feuer. Pam, pam. Nein. Ich muss ausweichen. Soll die Blutlegion blind in den Tod stürmen? Soll die Eisenlegion ihre Kriegsmaschinen bauen? Ihr findet mich in den Schatten. Tust du aber gerade. Du bist zum zweiten Mal jetzt gestorben. Okay. Ich darf das Tutorialgebiet nicht verlassen. Ich muss hier runter wahrscheinlich. Räum mir aber so ein bisschen mit auf. Winzling hat eine kleine Überraschung für die. Der heißt nicht wirklich Winzling, oder? Die scheint Probleme zu haben. Unterstützen wir mal. Ein Bauer auch noch. Was los, Winzling? Die Geister glauben, uns schikanieren zu können. Aber ich werde sie doppelt und dreifach töten. Und wenn sie immer noch nicht tot sind, werde ich es wieder zweifach tun. Sehr interessant. Lass dem Rest von uns etwas übrig. Ich zähle, wie viele ich töte. Aber noch dreien verliere ich über die Fahrt. Geil. Ich zähle, wie viele ich töte. Aber nach drei verliere ich immer den Faden. Schön. Hey, beteilige dich gefälligst mit, du Affe. Wird langsam Zeit. Bleib stehen! Ach, das ist unsere Trainingspartnerin! Iriale! Wird langsam Zeit, dass sie auftaucht. Wenn ihr euch aufgewärmt habt, solltet ihr Jaul suchen. Er ist schon mal zur Krypte losgelaufen. Keine Zeit zum Üben. Ich habe den Befehl erhalten, zu lernen zu haben. Ich werde euch finden.
wenn wir den letzten Geist zurück in die Erde verbannt haben. Schreit, wenn ihr Hilfe braucht. Ich kann durch diese Geister eine Bresche schlagen, wie eine warme Klinge durch Butter. Ach, und noch etwas, Solaja. Wenn ihr dort oben sterbt, ist unsere Freundschaft Geschichte. Ich muss los, immer lächeln. Zwei gegen eins, unfair! Yes! Macht schnell! Was mache ich denn da? Für die Arsche-Legion. Arsche-Legion? Arsche-Legion, Digga. Für die Arsche-Legion! Okay. Was macht ihr hier oben? Ich brauche eure Hilfe nicht. Bewegt euren verlassenen Schwanz nach unten. Ach, wertlosen Schwanz nach unten. Scheiße, Entschuldigung. Text falsch gesprochen. Ja, aber vorkommen. Also nochmal. Was macht ihr hier oben? Warte mal, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir sind hier unten. So eine Scheiße aber auch. Okay, hab gleich. Warte. Was macht ihr hier oben? Ich brauche eure Hilfe nicht. Bewegt euren wertlosen Schwanz nach unten. Triben Brimstone möchte euch in der Krypta sehen. Jawoll! Auf geht's. Da unten ist schon jemand von uns. Einen schönen Sound. Du bist nicht hinter mir, du bist vor mir. Unten im Weg. Eisen, der beste Kampf seit Wochen. Geht vor, ich bin direkt hinter euch. Ich möchte einfach in Ruhe mit dir labern, wie wär's? Ich hatte schon gefragt, wie ihr wohl auftaucht. Uns wurde befohlen, so viele Geister wie möglich zu töten. Geht weiter. Die gehören mir. Das wird euch gefallen. Schießt so schnell auf, wie ihr könnt. Jar Brimstone wartet. Blutlegion-Soldatin. Sie ist tot. Haha! Schon wieder ein Asche-Legion hier auftauchen, um die Kacke zu richten. Du darfst ruhig attackieren, Solaja. Habe ich nichts gegen. Eine Ratte! Töte sie! Was war's denn? Nicht genug Energie. Wie cool ist das denn? Ich kann rollen. Kann auch sein. Nicht rollen? Lass mein Tier in Ruhe! Puschel! Also zur Seite kann ich nicht rollen, wie es so aussieht. Eine Ratte! Seit wann kämpft ein Blutlegion mit einem Pfeil? Ich gucke ihn einfach nur an. Okay, das wird man begrüßen. Verdreschen Baradin so, dass er Wochen braucht, um wieder zu erscheinen. Abmarsch! Können wir uns kurz unter... Entschuldigung, aber ich habe eine Frage. Warum? Wo wollt ihr... Was ist eine...
Du siegst den geisterhaften Herz. Hört auf euch umzudrehen, ihr müsst kämpfen, ihr Affen! Ich bin nur ein Bogenschütze! Schade, dass nicht einfach mal weiter irgendwie Gegner angreift. Dass wir nicht einfach mal in Ruhe miteinander reden können oder sowas. Macht gibt recht. Schöne Rolle. Hallo, ich bin in dir. Hallo, ich bin in dir. Hallo, ich bin in dir. Wer ist denn da? Da ist doch keiner. Huch! Er ist Boss! Ey, ich bereue gar nichts mehr. Habe ich schon längst aufgehört mit. Was macht der hier? Wirft die ganze Zeit Messer oder was? Würde ich auch machen. Ach nee, er ballert. Ja? Läuft bei mir. Guck dir das mal an! Oh oh. Ich bin dann auch am Ballern, das hört man im Hintergrund. Ist ja geil. Okay. Ja, cool. What the fuck? Au! Was soll ich machen? Ich baller erstmal so oben ab, weil ich den Hammer abballern kann und dann. Okay. Das dauert jetzt eine Weile. Alter, ich stehe direkt daneben, wo irgendwas explodiert. Und wollen wir einfach nicht. Ah! Wo ist eigentlich meine Lebensanzeige? Ich glaube, das hier unten ist meine Lebensanzeige. Die Erfahrung. Hä, wo ist denn meine Lebensanzeige? Ich glaube, ich bin gerade erschreckt und musste wieder zum Decken rennen. Also. Boom! Boom, 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 boom! Das ist ein epischer Kampf. Ebenen von Arschfurt. Arschfurt. Hoppala. Arschfurt. Ham Harsch. Zwischensequenz, yay. Ich habe von eurer Leistung in der Gruft gehört. Bin beeindruckt. Das Kommando hatte Tribun Brimstone. Ich habe nur meine Arbeit getan. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Ihr war Teil der Truppe, die Baradin bezwungen und den Geisterangriff abgewehrt hat. Rauchheim ist jetzt sicher und ihr habt mit dazu beigetragen. Aber die Leute sind immer noch nervös. Es wäre gut, wenn sie sähen, dass jemand wie ihr da ist und sich kümmert. Je schneller wir hier für Ordnung sorgen, desto früher sind die Legionen wieder einsatzbereit. Ihr könntet helfen. Ich hätte lieber Freiwillige. Aber wenn Befehle nötig sind, werde ich sie erteilen. Das wird nicht nötig sein, Legionär. Ich melde mich hiermit freiwillig. Okay, boom! Zorn der Toten abgeschlossen. Was so viel heißen soll. Der Flammenlegion als Ascalonia töten. Kann es sein, dass ich jetzt online spiele gerade? Achso, annehmen. Woo! Alter, das Ganze ist unsere scheiß Levelanzeige.
Okay. Neue Ausrüstung! Waffenfertigkeit 2 freigeschaltet. Belohnung für nächste Stufe. Annehmen. Huch, wer bist du denn? Der ist Plüschi. Oh, ich habe eine neue Attacke freigeballert. Nice. Gruppe. Okay. PvP. Inventar. Helden. Helden. Garderobe ist noch nicht freigeschaltet. Ausrüstung. Holzlangbogen. Was haben wir hier? Beschränkter, beschädigter Langbogen. 107 bis 126, 111 bis 130. Ja, nee, ist klar. So, haben wir schon mal einen besseren Bogen. Super. Freue ich mir doch. Das haben wir noch nicht freigeballert. Huch, was war das denn? Ich bin Solaja. Auch schwierige Situation, ja, okay. Die Bande neu knüpfen. Mir wurde befohlen, an der Seite von Tribune Rylock Brimstone zu kämpfen. Gemeinsam haben wir Herzog Baradins Angriff auf Jauchen Rauchhain gelappt oder sowas. Okay, Handwerk besitze ich wahrscheinlich null, nothing, gar nichts, niente. Okay, das war's erstmal. Mehr haben wir hier nicht. Hey, kommt und sprecht mit mir. Nö. Was wollt ihr? Zeigt mal ein bisschen von dem Eifer, den ihr auf dem Schlachtfeld demonstriert habt, Soldatin. Nun, da ihr wieder zu Hause seid, geht los und bringt diesen Ort wieder auf Vordermann. Ich würde sicher den Verräter der Flammenlegion als Askalonia töten. Wenn man genug am Leben bleibt, dürft ihr beides. So, jetzt muss ich mit dir sprechen. Rauchheim liegt außerhalb der schwarzen Zitadelle, auf Land, das wir von den Menschen zurückerobert haben. Von dort aus planen wir unsere weiteren Vorstöße Richtung Osten und Norden. Wir werden auf Widerstand der Flammenlegion treffen und mit einer askalonischen Geisterplage zu tun haben. Die Legion brauchen alle verfügbaren Kräfte. Fuster Fernjäger. Auf euren Abenteuern werdet ihr magische Asura-Wegmarken finden, die ihr gegen einen kleinen Obolus benutzen könnt, um das Land rasch zu durchreisen. Okay, cool. Gut zu wissen. Danke. Hey, kommt und sprecht mit mir. Hab ich doch schon. Ich spreche sie nochmal an. Oh, hübsches Ding. Hübsches Ding, ich versteck mein Ehering. Diggeligeding. Wow, das... Wow, also... Ich bin mehr als beeindruckt. Was haben wir denn hier noch peinlich? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die männlichen Charaktere einfach voll hässlich finde? Ja, das habe ich. Habe ich doch schon! Lass mich in Ruhe! Neues Event in der Nähe. Wo, wann, wer, was, wie? Da hinten. Hielt sich drin, schlag mich tot, dankt euch. Muss ich mit der sprechen?
Die Luft ist hier so rein. Wollt ihr etwas? Au! Dummes Drecksvieh! Wie soll ich euch nur ganz alleine diesen ganzen dummen Kühen zurücktreiben? Würmer haben sie aufgeschreckt und sie sind angeblich ausgebüxt. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen, um sie wieder in die Fläche zu treiben. Was soll ich wissen? Geht hinaus und scheucht die Kühe in ihre Pferchen zurück. Na, das ist mein Wort. Wir sind anscheinend sehr... wie nennt man das nochmal? Sehr frech. Finde ich gut. Wir haben eine große Klappe. Was ist denn da? Wir suchen. Geschlagene Handschuhe. Geil! Finden wir erstmal dick hinter mir! Wurmloch erstmal zumachen. Stahl los mit dir, Digga! Boah, was ist hier los, Alter? Digga! Okay. Ach, das ist meine Lebensanzeige. Jetzt sehe ich sie. Spinnenbeine, okay. Spinnenbeine, okay. Boah, bam, hat uns richtig viele EPs gegeben. Alles da, okay. Ist noch irgendwas, was ich wissen sollte? Wollt ihr etwas? So, die Kühe eintreiben. Ich muss anklicken. Ich bin fast so groß wie diese Biester. Wie viel muss ich überhaupt? Hallo? Na los, na los, na los, na los, na los, na los, na los! Geh das nicht schneller! Ich will hier blutscheiße Tränen sehen. Das kann ja meine Oma in Rollstuhl schneller laufen als du. So, Kumpel, mach das hier. Der Hof sah noch nie besser aus. Dank eurer Hilfe, Zuleisha, nun kann ich... Dank eurer Hilfe, Slyja. Nun kann ich endlich ich durch glaube, meine Scheune. Wäre auch besser für euch. Stellt die Tore wieder auf und sorgt dafür, dass sie nicht wieder umgerannt werden. Ist ja schon gut. Muss ich denn alles hier selber machen? Ha! Hört auf, die Kühe entkommen zu lassen, dann können wir reden. Hier bin ich voll geil hier. Nun kann ich endlich durch meine Scheune gehen. Ohne sofort das Gesicht voller Spinnenweben zu haben. Falls ihr mal wieder nach einer Aufgabe sucht, seid ihr auf meinem Hof immer willkommen. Annehmen. Oh, wir haben eine Gold geschafft, irgendwas. Okay, habe ich jetzt irgendwie... Ich habe jetzt den Herz gefüllt, das habe ich jetzt erkannt. Okay, cool. Diesen Megaschuss. Ich hab ein verdammtes Maschinengewehr dabei. Besiegt Seprat. Wen soll ich besiegen? Hey, wenn ihr mich nicht mit dem Ding nochmal stoßt, dann breche ich es euch in zwei Teile, klar? Ist klar. Immerhin sagt das mir.
Hey, wenn ihr mich mit dem Ding noch einmal stoßt, breche ich es in zwei Teile. Habt ihr mir schon mal gesagt? Sprecht. Hey, wenn ihr mit dem Ding noch einmal stoßt, ist klar jetzt! Ach, da oben ist er am Smashen oder was? Den muss ich bellen? Ach so. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich es wüsste? Ja gut, das habe ich nicht, aber... Oh, was ist denn hier los? Okay, wen muss ich denn? Wen muss ich attackieren? Wen muss ich attackieren? Was bettelt ihr denn hier? Ich helfe dir! Schrott sammeln! Jawohl, wir haben Schrott gesammelt! Dumme Affen oder was hier? So, wer bist denn du jetzt? Sieht blank! Ich habe das Bedürfnis, euren Mut auf die Probe zu stellen. Ich bin ziemlich beschäftigt. Findet ihr nicht, dass man sich den... Anblick meines Schießstandes einfach lieben? Die ganzen Kanonen, stapelweise Kanonenkugeln. Einfach herzallerliebst. Was genau ist das für ein Ort? Das ist mein Schießstand. Hier bringen wir den Legionen bei, wie sie mit unseren Kriegsmaschinen umgehen müssen. Probiert ruhig aus. Ich mach einfach mal mit. Maschinengewehr! Machen wir gleich. Bam! Nice Scheiße. Level up. Noch nicht, Boss. Sprich nicht so laut. Also schießt ihr einfach auf Dinger. Einfach, jetzt hör mal zu, ihr tauge nichts. Wir sind eine wichtige Vorhut der Offensive gegen die Menschengeister. Von dem Skrift ganz zu schweigen. Skrit? Was haben die denn damit zu tun? Die Aasfresser schleichen hier immer herum und wollen mir an meine Kanonenkugeln. Die stehen sie und tun damit, was Skrit eben so machen tun. Ich werde nach Skrit Ausschau halten und auf Wiedersehen. Spritterknochen. Apropos, Scheiße, ich hab diesen Handschuh gar nicht mitgenommen anscheinend. Das ist doof. Hättet ihr Skrits? Ja, Skrits haben wir. Komm mal, ziemlich häufig. Winzige Schuppen. Fickt euch. Oh, die haben echt viele Sachen dabei. Nice Scheiße. So. Da waren wir jetzt erstmal nicht hin. Wir gucken uns das mal ein bisschen woanders rum. Ach, das ist so ein Ding ist hier. Okay, gut, verstehe. Mhm. Freitrinksgebiet von Ungeziefer. Achso, ich muss jetzt hier ein bisschen smashen. Okay, dann sparschen wir ein bisschen. Wahrscheinlich müssen wir erst smashen und danach dürfen wir so Kanonen ballern oder sowas. Das heißt, wir warten erstmal geduldig. Bam, 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 bam. Na los, du musst schon weitermachen.
Bam, 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 bam. Erstmal alles looten hier. Für die Eisenregion. Bisschen Gold. Was grüßen. Wollt ihr? Dich begrüßen, das steht doch hier! Machen wir einfach nochmal mit. Und wieder Maschinengewehr. Ich bin nicht dein Boss. Maschinengewehr. Das ist so geil. Und Maschinengewehr. Wäre es voll lustig. Wir müssen uns jetzt mal hier mit wieder rumkümmern. Wieder Gold, ich werde irre. Wieder ans Werk. Okay. Aber womit ein Zwerg machen? Ein Zwerg machen? Ja, ich bin wieder ultra witzig. So, das Herz füllen wir noch, dann würde ich sagen, beenden wir erstmal das Ganze wieder. Ich werde das wieder als eine Folge hochladen. Und danach beginne ich halt damit schneiden halt. Erstmal alles mitnehmen. Eisenschütz, nicht falsche Götter. Weise Worte, mein Freund, weise Worte. Eisenschütz, nicht falsche Götter. Ich bin sicher, eure Legion ist stolz auf euch, Solaija. Ihr habt euch heute als meines Trainings würdig erwiesen. Ich grüße euch als Repräsentant der Blutlegion. Interessiert mich nicht! Voilà! Gut so. Ist gut! Ist gut! Ist schon vorbei! Yes, Mio. Verstehst du eigentlich so krass? Guck mal, die ich fast zufrieden mit euch. Die sind halb toll. Tja, und nun? Angreifen, ja! Weiter endlich! So brauchst du einen Psychiater! Jawoll! Und noch ein Level ab? Nein, noch nicht. Aber wir haben sie glücklich gestellt. Das ist alles, was mich interessiert. Geschlagene Hose. Nice. Nehmen wir mit. Bap. Haben wir überhaupt eine Hose? Das ist die Hose. Verteidigung 13. Oder, nee, warte mal, was? Verteidigung 15. Und hier haben wir plus 3 noch Kraft. Das heißt, weg. Bam. Handschuhe haben wir leider verpasst mitzunehmen. Jetzt sprechen wir sie nochmal an. Wir haben sie ja glücklich gemacht. Oder ihn glücklich Lass gemacht. Lass mich raten. Hey, nicht schlecht. Sieht so aus, als ob jetzt unsere Soldaten einen Platz zum Üben hätten. Kein Problem. Habt ihr neue Ausrüstung für mich?
Eisenlegion, Zahnrad. Wir können auch was verkaufen. Eisen schützt, nicht falsche Götter. Trophäen. Verkaufen wir einfach mal. Lederbekleidung brauchen wir dementsprechend. Ah ne, die trage ich doch gerade. ...4998, Händler freischaltet. Jawolski! Weiß ich doch, das habe ich doch hier. Und 49 haben wir. Verfügbar, 1 Gold, 2 Silber, 13 Bronze-Dinger. Beschädigter Langbogen, den können wir verkaufen. Einen einzigen gibt er uns. Und das war's. Jetzt verstehe ich nur eins nicht. Das haben wir ausgezogen, das tragen wir jetzt also. Ich könnte also wirklich die ganze Zeit so nackt rumlaufen. Ich bin natürlich... Gut. Das Spiel ist also hier in der Hinsicht schon mal ein bisschen cleverer. Drauf. Das heißt, wir haben jetzt hier mal ein bisschen was gemacht. Und hier und die, dies und das und jenes. Ich glaube, wir können jetzt auch mit anderen spielen. Ich weiß es jetzt nicht. Die labern immer das Gleiche. Ich soll ihnen ja nicht mit dem Gesicht rumstochern. Die gucken ihr Grenztepil die Wand an. Mal gucken wir mal, ob wir noch mal Handschuhe oder sowas finden. Das wäre mega sweet. Nein, das ist kein Handschuh. Ach, hier laufen schon die ersten Mitspieler rum, wisst ihr? Menschen. Danke für eure Hilfe beim Scheunenhof. Das ist, ich bin mir einer irgendwie, die haben wir gerade Rinderfleisch. Habt ihr denn etwas für mich? Holzbogen, 111, 130. Ach, haben wir schon. Edelaccessoire. Die Macht der Char beruht auf irgendwas halt. Boah, die verkauft nur mit sowas hier Karma. Das ist mir ein bisschen zu doof. Huch, hier geht's noch weiter. Hab ein! Bitte was? So. Spinnenbein. Schrott eingesammelt. Spinnenbein. Ich will nochmal Handschuhe einsammeln, bitte. Das wäre mega sweet. Geht's denn hier hin? Puschel? Was ist denn das für ein Ort hier, Puschel? Ja, kennst du den Ort, Puschel? Ja, kennst du den Feinort? Ja, du kennst dich da, Puschel! Huch, was ist denn hier los? Also gut, Leute, ich werde jetzt hier ein bisschen farmen, gucken, ob ich jetzt nochmal einen Handschuh kriege oder sowas. Dass ich hier auf jeden Fall gleich, ja, einen Handschuh habe. Und, bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Demnächst, wie gesagt, gibt's, größere Folgen, genauere Folgen. Was bist du denn für einer?
Oh, wie süß! Will knuddeln! Bleib stehen! Ich will dich knuddeln! Hör auf, so durch Leute durchzulaufen! Das ist nicht kinderlike! Wo will es denn hin? Spielt er seinen Freund oder was? Ich bin verwirrt, der hält nicht an, ist jetzt auch egal. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Wie gesagt, wie immer schreibt es in die Kommentare. Projekt ist auf jeden Fall jetzt stark am Laufen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss.